So, damit geht's auch schon weiter. In der nächsten Folge, in der letzten Folge, haben wir die Quest Eidbruch erledigt, sind dann den Altar gegangen und haben eine Daedra-Quest gefunden, erhalten. Gefunden haben wir den Schrein. Dort ist die Herberge zum Brynar-Kreuz. Und weil die Straße hier weiter nach Quatsch führt, möchte ich mich nicht so weit nähern. Und reise aus dem Grund einfach mal zurück nach Anvil. Stecke meine Waffe weg. Und gehe in die Kämpfergilde. Und rede mit Was kann ich Azan. für euch tun? Sucht ihr Arbeit? Falls ja, die Kämpfergilde kann immer fähige neue Mitglieder gebrauchen. Das hört sich doch schon mal gut an. Die Kämpfergilde kann immer neue Mitglieder gebrauchen. Wenn ihr keine dunkle Vergangenheit habt und kein Kopfgeld auf euch ausgesetzt ist, könntet ihr für uns von Nutzen sein. Möchtet ihr beitreten? Ja, das klingt doch ganz gut. Schön, ihr seid nun ein Mitglied der Kämpfergilde. Meldet euch wegen Aufträgen bei mir oder bei Burz Krokasch in Chardinal. Viel Glück. Auftrag. Ein Auftrag für euch? Ich glaube, ich habe da etwas für euch. Arvena Telas hat Probleme mit Ratten in ihrem Haus. Was für Ratten? Ja, Ratten. Ich bin mir sicher, sie kann es euch besser erklären als ich. Sie lebt hier in Arnville. Sprecht mit ihr. Viel Glück. Okay. Kümmert euch um die Ratten, dann berichtet mir. Okay. Ich hüpfe hier mal Was zu geht's? dem Haus. Missgeburt. Ey, der Ork hat mich Missgeburt genannt. Gorgo Groschura, Glücksritter. Mit anderen Worten, mehr oder weniger ohne Arbeit und völlig verarmt. Tja. Und nennt mich Missgeburt. Ich habe einiges in Aussicht. Ich bin mir sicher, dass mein großer Tag kommt. Bald. Sehr bald. Haltet den Mund. Wenn ich besser in Schießkunst wäre. Aber wo ich hier das gerade so sehe. Mit der Haltbarkeit von meinem Schwert, was ich nicht reparieren kann, weil es ja verzaubert ist. So denke ich aber mal, ich könnte den Rest von meiner Ausrüstung reparieren. Das lief erstaunlich gut gerade. Das lief erstaunlich schlecht. Okay. Das war doch schon gut. Ich würde es so gerne ausprobieren. Boah. Ich hab verfehlt. Ich glaube, das war auch besser so. Da ist der Fall. Und ich würde sagen, das Haus ist jetzt offen. Dann reden wir doch mal mit Arvena Telas. Ist sie unten? Nein, natürlich nicht. Sie ist oben. Ach, die armen kleinen Ratten. Ah, ihr müsst von der Kämpfergilde sein. Gut, ich habe ein Problem. Ja. Okay. Nicht senden, Windows. Stör mich nicht. Na super, jetzt habe ich hier keinen Ton. Boah, na. Echt, danke. So ist es. Ratten. In meinem Keller. Und irgendetwas tötet sie. Es ist schrecklich. Meine armen Babys, ihr müsst etwas unternehmen. Ich weiß nicht, was ich ohne sie tun würde. Ihre kleinen rosa Näschen, ihre schuppigen süßen Schwänze. Geht bitte in den Keller und findet heraus, was da los ist. Okay. Aber ich beende mal kurz den Part, um nachzusehen, ob alles funktioniert. Und wir sehen uns gleich wieder.
So. Nachdem das Spiel abgestürzt ist, dank Windows, geht es nun weiter. Und wir schauen mal nach den Ratten in ihrem Keller. Und ich habe den Bogen rausgerüstet. Was sollte ich vielleicht ändern? Und das ist ein Berglöwe, der von Ratten abgelenkt wird. Jetzt nicht mehr. Das ist weniger schön. Ich sollte vielleicht nicht die Ratte schlagen. Ich habe einen Berglöwen in Avena Telas Keller getötet. Sie müssen irgendwo durch ein Loch in der Wand reingekommen sein. Ich sollte Avena davon erzählen. Huch. Boah. Erschreck mich nicht. Aber was ich hier sehe, ist ganz viel Wein, der viel Geld einbringt. Und deshalb... Und zum Wohle ihrer selbst, damit sie nicht völlig betrunken ist, würde ich sagen, erleichtere ich sie um dieses Gut. Da ist eine Ratte. Hi, Ratte. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Hier ist nur Mist. Da ist ein Gold. Ein Dietrich. Nur Müll, nur Müll, nur Müll. 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 Reparaturhammer. Müll. Müll. Ja, Mann. Oh, hier. Müll. 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 Oh. Reparaturhammer. Müll. Bei sowas lohnt es sich immer, alles zu durchsuchen. Nun, was habt ihr gefunden? Habt ihr euch um meine Babys gekümmert? Was war da unten los? Es war ein Berglöwe. Ein Berglöwe? In meinem Keller? Aber wie kann das sein? Das ist doch nicht möglich. Aber es ist tatsächlich so. Was ist, wenn es mehrere sind? Was ist, wenn er nicht alleine war? Wo einer ist, da sind bald mehr. Findet Pinarus Invencius. Er ist Jäger und kennt sich hier aus wie in seiner Westentasche. Er wird wissen, was zu tun ist. Okay. Bitte findet Pinarus und diese Berglöwen. Dann suchen wir mal nach Pinarus, von dem wir das Haus schon gesehen haben und einen Questmarker auf ihn haben. Mal schauen. Wo führt mich der Marker hin? Ach, in sein Haus, wer hätte das gedacht? Ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass ich durch seine Hintertür in sein Haus gehe. Aber hier ist eine verschlossene Truhe. Mit Gold und einer Kristallkugel. Eine Notiz. Okay. Okay. Bin ich ganz nett. Dass hier... Was kann ich für euch tun? Solche Sachen geschrieben sind wie... Pinarus Invencius. Eine Notiz Jäger, oder... Förster und Schütze. Einkaufslisten. Zu euren Diensten. Berglöwen. Berglöwen? Hier? Ja. Komisch. Wenn sie hier sind, werde ich sie finden. Folgt mir. Eine Jagd wird uns gut tun. Und vielleicht fühlt sich dieser alte Spinner dann ja besser. Ich glaube, er meint sich selbst. Westlich der Festung Sutsch habe ich eine große Statue von Malakat gesehen. Ja, die habe ich schon. Westlich der goldenen Straße nach Hammerfell. Für mich sah das nach Daedra-Anbetern aus. Auf geht's. Es ging um hässliche Orks. Oh, ich glaube, er guckt. Er sieht mich noch. Okay, er sieht mich nicht. Damit kann ich nichts anfangen. Aber ich könnte es mir mal merken. Ich sag aber mal, weil die Folge vorbei ist, bis zum nächsten Part.